Liebe Freunde, externes Rechnungswesen, Professor Littgemann, Fernuniversität Hagen, was habe ich mit euch vor in unserem Webinar? Wir werden eingehen auf das, was prüfungsrelevant ist bei Professor Littgemann. Wir werden also eingehen auf die Buchhaltung, ja, auf die ganzen Lohnkonten, auf die Lohnbuchführung. Wir werden uns hier anschauen, wie das mit der Systematik der Buchungssätze ist, rauf und runter und runter und rauf. Wir werden natürlich dann den Jahresabschluss besprechen, Ansatz, Ausweis, Bewertung. Was hat es hier mit aktivischen und passivischen Rechnungsabgrenzungsposten auf sich? Was ist Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital, Fremdkapital, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und so weiter und so weiter. Und dann natürlich schlussendlich aber auch Steuern. Das bedeutet, in Steuern muss man ja hier die ganzen Systematiken drauf haben. Welche Abgrenzung von Steuern kennen wir, um die Multiple-Choice-Fragen hier von ihm in der Prüfung beantworten zu können? Ich würde sagen, wir sehen uns im Webinar. Bis dahin.